Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Schlachtkommentator aus dem Internet. Und wir befinden uns hier in einer kleinen Clash-Folge wieder einmal, in der wir gegen Kislev aufmarschieren, die sich hier bereits auf dem Hügel in Stellung gebracht haben. Und vertreten vom guten Gabun Viper ist das, habe ich dieses Replay Hügelsturm genannt, weil es wirklich darum geht, ich komme hier mit den Echsenmenschen daher. Ich weiß, dass der Hamster gerade auch irgendwie so ein Echsenmenschen-Ding macht. Und dann dachte ich mir, ja, ich mag Echsenmenschen sehr und deswegen spiele ich sie mal und muss sie jetzt hier gegen Kislev spielen. Und jeder kennt das, wer verliert denn schon wirklich sehr gerne? Und deswegen mag man es natürlich nicht, wenn der Gegner einen klaren Vorteil auf seiner Seite hat. Wie zum Beispiel hier diesen Verteidigungsvorteil, den Gabun Viper wirklich komplett ausspielen kann gegen mich. Denn mit den Echsenmenschen ohne Artillerie muss man den Hügel einfach stürmen. Man kann nicht wirklich viele andere Möglichkeiten, hat man nicht an der Hand. Und ich überlege gerade, er hat sogar einen Artillerievorteil. Hier vorne steht ein Sonnenmacher, der kann unfassbar viel Schaden austeilen. Nicht unbedingt gegen Echsenmenschen, das beste Modell, aber gerade so Skinks ballert der halt unfassbar stark weg und ich habe davon ja auch zwei mit. Ja, aber gucken wir uns erstmal die Armeen an. Um etwas Zeit zu sparen, zeige ich euch kurz. Zeige ich euch kurz hier die Aufstellung. Die könnt ihr hier ansehen. Ihr seht, Gabun Viper kommt mit ein paar Speerträgern, deren schweren Kisleviten daher. Und ich habe sehr viele Sauruskrieger, ein paar Tempelwächter auch. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal im Detail an, wie er sich hier aufgestellt hat. Wie gesagt, er hat den Höhenvorteil hier, hat den Verteidigungsvorteil. Ich komme von vorne nicht an seine Stellung ran und er kann ja auch sehr gut runterschießen, weil das Gelände hier jetzt nicht irgendwie so überhängig ist, sondern wenn er Einheiten hier positioniert hat, können die super in einem bestimmten Winkel hier runterschießen. So, er hat auch außerdem noch einen Lichtmagier, um mich noch zusätzlich zu verlangsamen. Er ist Srelzi, die sind mit Äxten ausgestattet und haben die Möglichkeit, mit ihren Waffenschaden sogar panzerdurchdringend zu sein. Sind gut im Nahkampf, also kann man nicht meckern, die kannst du nicht einfach so mit Billigreitern wegmachen. Kremlgarde, absolut tödlich. Unfassbar hoher Waffenschaden. Die sind fast schon wie Sauruskrieger, könnte man sagen. Haben auch viele Lebenspunkte. 90 Modelle. Absolut tödlich, diese Einheiten. Und wenn ich die nicht zerschossen bekomme, kann ich sie wahrscheinlich im Nahkampf nicht töten. Apropos Schießen, Schützenreiter, zwei Stück. An der Hand, wie gesagt, ein paar Speerträger, noch mehr Strelzi. Und als Anführer hat er hier den Großmeister dabei, der mit Bonus gegen Großen im Heiltrank und dem besonderen Banner der Schlachten daherkommt. Meister der Schlachten, der Geschwindigkeitsvorteil gibt. Den hätte ich vielleicht rausgelassen an seiner Stelle, weil den brauche ich nicht zwingend. Ist auch relativ teuer, aber wir haben auch schon gesehen, dass der Sonnenmacher hier einiges an Schaden an mir gemacht hat. Ich schicke auf die linke Seite einen Skinkplänkler, der ist nicht getarnt, in der Hoffnung, dass er denkt, dort ist noch mehr versteckt. Dann habe ich hier einen Krakker, den ich noch versteckt halte, und einmal die gesegneten Kampfechsenreiter. Die sind besonders. Wie gesagt, wir spielen mit meinen Mod-Einheiten und die gesegneten Einheiten haben immer irgendwelche Special Treats. In dem Fall können sie ein Jägernetz werfen. Das wirkt nur 15 Meter weit, also nur im direkten Nahkampf spielbar. Und es lädt im Nahkampf auf, braucht ebenfalls 15 Sekunden und hält sogar 16 Sekunden. Also es ist ziemlich gut, wenn man eine Kavallerie aufhalten will, festhalten will. Für was anderes ist nicht wirklich gedacht, also man kann das nicht wie das Netz bei einem Luminarch oder sowas benutzen. Hier habe ich meine anderen Kampfechsenreiter, die Kohorte des Pock. Hoppack. Die ist auch ziemlich krass. Außerdem habe ich einen Himmelsmagier, um schöne Atemsprüche zu machen und natürlich auch, um den Gegner hier mit unheilvoller Nachtwind runterzuziehen. Meine Frontlinie besteht, wie gesagt, aus Sauruskriegern. Mitunter sind sogar gesegnete Sauruskrieger dabei. Die haben hier solche spezielle Banner, die Rüstung runterziehen und sich selbst ein bisschen buffen. Dafür kosten sie halt fast um die 1000 Gold. Aber meine anderen Einheiten kosten auch alle um die 1000 Gold. Denn sie haben alle zwei Silberlitzen und damit kommen Sauruskrieger auf 41 Nahkampfabwehr und 32 Nahkampfangriff und das ist echt nicht schlecht. Dummerweise haben jetzt hier meine gesegneten Tempelwächter auch schon viel Schaden von den Höllensturmraketen in der Fette bekommen.
haben auch ein paar Besonderheiten, nämlich zwei Zaubersprüche an der Hand. Blutstatue des Trotzes macht ein bisschen Direktschaden, nicht besonders stark, so wie ein mythisches Miasma könnte man sich das vorstellen. Und die Perle der unendlichen Gleichgültigkeit gibt einfach ein bisschen mehr Führerschaft um sich herum. Ist auch nicht schlecht. So, ich denke, dass... Ach nein, das waren noch nicht ganz alle. Wir haben hier noch eine Einheit versteckt, die sich jetzt schon nach vorne wagt, nämlich die Skink Evocati. Das sind besondere Einheiten, eine vom Aussehen meiner Lieblingseinheiten. Die sind halt besonders gut darin, Gegner zu verlangsamen, könnte man mit so römischen Hastati oder sowas vergleichen, oder halt Evocati, wo ihr Name herkommt. Werfen Speere, die Speere verlangsamen den Gegner, nur 3 Sekunden oder so, aber das reicht, um den Ansturm auf jeden Fall schon mal schlechter zu machen. Dann haben sie noch so eine besondere Stellung, wo sie generell besser Geschosse abwehren können. Ja, aber das reicht, denke ich mal. Hier fliegen auch schon die ersten Salven auf die Höllensturm-Raketenlafette. Wir werden sehen, was es an Schaden macht. Ich bin gespannt. Na, so gut trifft es nicht. Leider. Und hier versuche ich jetzt auch schon etwas vorne weg zu plänkeln und diese Kremlgarde ein bisschen auseinanderzuziehen. Aber es ist wirklich sehr schwierig mit den Leuten hier. Die gesegneten Sauskriege sind schon auf 2/3 runtergezogen worden. Nächster Schuss hat getroffen. Ah, jetzt hier hinten hat mein Atemspruch getroffen, aber die Strelzi können das relativ gut weg. Jeder andere Fernkämpfer wäre vielleicht schon tot gewesen. Dieser hier nicht. So, hier wird jetzt ein Kavalleriekampf wahrscheinlich gleich entstehen. Oh, der schießt hier in diese Blobs rein, das überhaupt nicht schön ist. Ich ziehe hier meine Sauruskrieger ein Stück zurück, damit ich hier leicht in den Rücken fallen kann, um meinen Massevorteil nutzen zu können. Hier kommt jetzt das Netz und ihr seht, wie gut es sein kann, denn dadurch erwische ich sie jetzt. Leider können mich die Strelzi da hinten jetzt angreifen. Und wie gesagt, ich habe jetzt doch schon einen kleinen Nachteil durch den Feldbonus hier, den mein Gegner hat. Aber das macht irgendwie umso mehr Spaß, weil es wirklich eine Herausforderung darstellt, dann sowas einzugehen. Also früher hätte ich mich mehr geärgert, jetzt finde ich das tatsächlich ja einfach nur herausfordernd schön. So, mittlerweile waren die Einheiten schon längst nicht mehr genettet, er hätte sie theoretisch wegziehen können. Er hat sogar Meister der Schlachtens eingesetzt, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Und er hat vielleicht ein bisschen Micro gefehlt, deswegen habe ich sie gekriegt. Jetzt habe ich wieder einige Einheiten eingefangen. Aber wie gesagt, die Strelzi da hinten zerschießen mich ganz gut. Meine gesegneten Sauruskrieger versuchen sie abzumetzeln, aber diese Kremlgarde hier wird ihr Übriges daran tun. Hier die eingekreisten Kremlgardisten schlagen sich auch ebenfalls recht gut. Aber von beiden Seiten eingekreist von wirklich ziemlich starken Einheiten haben sie auch keine Chance und verlieren diese Schlacht. Außerdem war der Unheil von Nachtwind, glaube ich, auf ihn drauf. Wenn es ging, Evocati hier blocken diese Flanke komplett ab. Meine anderen Skink Evocati schießen noch dazu rein. Allerdings, na gut, die Speerträger haben nicht mal Schilder. Von daher nehmen die auf jeden Fall einiges in Schaden. Wichtig ist zu sagen, dass die Evocati ein bisschen weniger Schaden machen als die normalen. So. Der Lichtmagier hier... Was macht der eigentlich? Ah, nächste Unheil von der Nachtwind, um hier die Kremlgarde auszuschalten. Aber ihr seht, die schlägt sich halt trotzdem ziemlich gut. 40 Kills mittlerweile gemacht gegen meine starken Saurus-Einheiten. Hier hinten meine Kavallerie kommt nicht so gut voran und ist jetzt auf dem Rückzug. Das ist auf jeden Fall noch nicht ansatzweise gut gestellt für mich. Und ich werde hier von kleinen Fliegen angegriffen, die mich gerade ein bisschen beim Moderieren abhalten. Auf jeden Fall ist der Lichtmarker jetzt hier hinten geflohen, um sich wahrscheinlich zu verstecken und in einem geeigneten Moment wiederzukehren. Oh, ich habe es endlich geschafft, die Höllensturm-Raketenlafette endgültig auszuschalten. Und der Großmeister hier weiß nicht so richtig, was er machen soll, wo er jetzt eingesetzt werden soll. Und läuft an meinen Skinks vorbei, um schon mal einige Schüsse abzubekommen. Au! Eine volle Salve von den Strelzi abbekommen, mein armer Krocker. Aber dafür war es jetzt wahrscheinlich für die Strelzi, denn die werden jetzt gesandwiched. Und jetzt wird hier langsam das Feld weggeräumt. Einheit um Einheit.
Und jetzt ist der Sieg mittlerweile auch schon in greifbarer Nähe. Nur noch diese Speerträger hinten halten stand. Die haben sich echt gut geschlagen. Es ging Avocati relativ teuer. Ich glaube um die 550 oder sowas. Haben gegen diese Speerträger sich nicht durchsetzen können. Aber wahrscheinlich habe ich die Bastilladon-Funktion nicht benutzt. So, ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Nur der Lichtmagier, der hier die Armee ein bisschen zusammenhält. Und der Anführer, der jetzt mehr und mehr zerschossen wird. Und wenn er den Anführer jetzt dafür benutzt, hier meine Skinklänkel abzufangen, dann ist der das Todes, weil das schaffen Einzeleinheiten einfach nicht effektiv. Ich muss sie einfach immer nur wieder zurückziehen, aber das muss ich nicht mal, weil ihr seht, die Moral zerfällt bereits und die Einheiten ziehen sich zurück. Ja, und da konnte ich diesen Hügelsturm für mich gewinnen. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es ein bisschen herausfordernd war, hier den Hügel wirklich zu stürmen. Im Nachhinein betrachtet war es sogar weniger knapp, als es sich angefühlt hat in dem Moment. Aber ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr in der Situation seid, von Artillerie beschossen zu werden, ihr seht schon, okay, der Gegner hat einen ganz klaren Vorteil. Ihr wisst nicht so richtig, wie ihr seine Stellung auflöst. Dann fühlt ihr euch immer ein bisschen mehr gestresst, als das vielleicht hinterher dann der Fall ist. Problem der Kremlgarde ist auf jeden Fall, dass diese Auskrieger auch ziemlich hohen panzerbrechenden Schaden haben, obwohl sie nicht das panzerbrechende Symbol haben, ist ihr Schaden doch schon ziemlich enorm. Genau, das sind sie. Der ist nämlich bei 52 und damit sogar höher als der Kremlgarde mit 50. Und normalerweise haben sie nur 29 Nahkampfangriff und 34 Nahkampfabwehr. Die sind jetzt aber so hier in die Schlacht gegangen. Und da können sie sich schon relativ gut gegen die Kremlgarde durchsetzen. Die jetzt hier in diesem Fall... Wo haben wir sie denn? Da. Echt teuer, aber ihr seht, sind sie jetzt... Er hält sich so ein bisschen in Grenzen, wenn ich die jetzt mal anklicke. Hat die Kremlgarde schon ganz klare Vorteile, vor allen Dingen in ihrem Nahkampfangriff und natürlich in ihrer Rüstung. Außerdem haben sie noch hier diesen Bonus, der ihnen nochmal Nahkampfangriff gibt, wenn die Führerschaft hoch ist und die Nahkampfabwehr allerdings senkt. Was nicht gut ist für sie, denn Sauruskrieger können damit dann auch einige Male treffen. Und klar würde im 1 gegen 1 eine Kremlgarde gegen einen Sauruskrieger selbst auf Goldrang wahrscheinlich gewinnen können. Aber, oh, dann nehmen sie sich sogar nicht mal so viel. Aber hier kam noch der Unheil von der Nachtwind dazu und der Angriff von mehreren Seiten. Und das war dann einfach nicht gerade positiv für die. Wie fandet ihr die Schlacht? Fandet ihr, Gabunweeper hat es gut gemacht? Ich fand ja. Er hat sich auf jeden Fall schon sehr stark gebessert. Ich kann mich noch erinnern, wo ich so die ersten paar Mal gegen ihn gekämpft habe. Mittlerweile ist er wirklich ein sehr guter Spieler geworden. Und man muss auch mit Respekt in so eine Schlacht mittlerweile reingehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schickt mir gerne eure Replays. Die zeige ich gerne vor. Und ansonsten irgendwelche Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye, bye.